mir und dem Idioten. Heute werden wir vermutlich den Server endgültig zerstören. Und ja, der Captain tut mir ein bisschen leid, weil er kaum auf dem Server spielen konnte. Wie hoch ist eigentlich das Tank-Level hier schon? Ah, auch schon. Nee. Ja, 64. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ich gesagt habe? Ich würde gern schauen, dass das Tank-Level unter 32 gesetzt bleibt. Ja. Ne, unter 30 hatte ich gesagt. Will ich das Tank-Level halten? Ja, hat super geklappt. Wie auch immer, die Risse werden sich vermutlich jetzt dann gleich durch. Diese Auswirkung sind manche mehr als wenig. Hm? Ne, Entschuldigung, da. Hast du das Problem mit den Tanks gelöst? Mit welchen Tanks? Weiß ich nicht, was für ein Tanks. Was für ein Problem mit welchen Tanks? Ach, das ist. Nee, das sind auch diese Blitze. Ja, dass diese Risse hier entstehen. Hm? Diese Risse hier machen nicht. Ja. Hast du das Problem gelöst? Was für ein Problem? Ja, dass diese Risse hier überall entstehen. Um das Problem zu lösen, ist es zu spät. Das Problem bist du. Ich mach doch nichts mehr. Wie kriegen wir es weg? Das muss ich tun. Hm? Was muss ich tun, damit diese Risse weggehen? Könnte schwer werden. Okay. War in dem Kessel noch Ordo von irgendwas? Von ich hier habe da Metallium rausbekommen. Wie auch immer. Bucket of Water sollte mir genau Wasser geben. Ah, ich habe da einen ganzen Haufen Sachen. Ja, das war zu viel. Okay, Juri, sag, was ich tun kann. Ich tue es. Tut mir leid, dass ich. Hm? Was kann ich tun? Sag, was ich tun kann, damit es nicht mehr geht. Nicht mehr viel. Fürchte ja, nicht mehr aber... viel. Oh, du. Ich versuche jetzt einfach schnell hier durchzuwaschen und. Das dann zu fixen. Weil die Sachen, die wir benötigen, um das zu fixen, sind erst relativ Late-Game-Items. Oh. Oh mein Gott! Ah, es hat sich schon wieder eine Tankwolke gebildet. Sehr schön. Doch, Tankwolke! Tank. Oh Mann, Juri, mir tut es leid. Ich wusste nicht genau, was passiert. Ich dachte. Ja, keine Ahnung, wird schon nicht so schlimm werden. Ist das Red Matter? Ja, das geht, kann man, das können, kann das auch nicht abbauen, wenn ein Werkzeug. Okay, es kann das. Okay, ich werde es jetzt nochmal ausprobieren. Kann das auch Obsidian abbauen? Es kann alles abbauen. Alles, auch Endstone, hier Bedrock? Ich vermute. Oh. So, ich mache jetzt einfach den Trick 17 und to Ordo. Ja, und. Okay, dann soll ich auch weiter Quest machen? Hast du Tintenbeutel und Glowstone schon fertig? So, das sollte die Quest hier sein. Genau, perfekt. Bist du mit Glowstone und dem Tintenbeutel schon? Ja, bin ich schon. Okay, du machst jetzt mal alleine weiter, oder? Ja, ich versuche so schnell wie möglich fertig zu werden hier.
Okay. Weil, warte mal, wo sind denn die Sachen, die das zerstören können? Der Riss wird immer fetter. Ja, ist nicht wirklich verwunderlich. Wir müssen hiermit anfangen eigentlich. Dafür muss ich ein bisschen Theorie arbeiten. Ja, Great Fury. Ein Redstone Comparator. Kann man da rein irgendwie in den Riss und gucken, was. Nein, kann man nicht. Wir haben übrigens noch eine komplette Dimension mit Content vor uns, die wir noch nicht mal berührt haben. Gott, strong. Alter, ist der Riss fett. Paper. Hoppla, das wollte ich nicht. So. Oh Mann, ich finde Kacke, dass ich jetzt abge dass du mich abgehängt. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich aus Alchemie brauche. Da brauchen wir die Sachen hier, beziehungsweise das hier. So, wir brauchen einen ganzen Haufen Quarz. Cool. Nicht das. Das da. Ja, es gewittert ja aber wegen dem Tank-Level. Das liegt nicht an dem Es gewittert. Tank-Level, da können wir einfach durchschlafen. Das ist Vanilla Minecraft. Achso. Ach du heiliges, der Riss. Ich könnte auch schauen, dass ich es auf Tag setze. Warte mal kurz. Wie heißt denn der? Ring. I guess. Nee. Okay, Jure, während du weitermachst, hole ich mir ein Eis, okay? Bin nicht mehr da. Sein fucking Ernst. ja, ich mag ihn. Wäre auch langweilig, wenn man nicht irgendeinen Idioten dabei hätte, der ständig alles kaputt macht. So. Also erstmal Pestel brauche ich. Und dann einer dieser Ringe hier macht, dass man macht, dass es immer wieder Regen gestoppt wird, dass das Wetter geklärt wird. Amulett macht das. Das Lava-Amulett, um genau zu sein. So. Packen wir hier hin. Und dann soll es gleich aufhören zu regnen. Klatsche ich noch schnell. Der ist weg. Okay, wie sieht es hier oben mit dem Paint aus? Der Riss wird fetter. Wir haben noch mehr Sachen, die hier in dem Rest dran sind. Nice. Der das hier unten wird auch immer dicker.
Oh ja, die Babys von. Die kleinen Schlüssel hier, die wachsen auch ganz schön. Wieso hält das Gewitter nicht auf? Okay. Ich brauche einen ganzen Haufen Kristalle. Bin wieder da. Oh nein, es ist wieder da. Was? Das der Riss? Nein, du. Oh Mann, Juri. Bist du so sauer auf mich, dass ich das ein bisschen verkackt habe? Nö, bin ich nicht. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht sauer. So, die beiden roten brauche ich auf jeden Fall noch. Und ich habe keine Ahnung, welche ich brauche, deswegen nehme ich einfach irgendwelche. Ich habe es nämlich vorher nicht angeschaut. Den Okay, habe du bist ich auch. gerade beschäftigt, ne? Kann ich dich kurz fragen? Was willst du denn fragen? Nur mal kurz zum Verständnis. Also wenn man Sachen falsch braut mit dieser Mod, Ja. dann entsteht sowas, ne? Ja. Und wenn man Sachen richtig braut, dann geht's weg. Nein. Wie kriegt man's weg? Warten? Wenn du wartest, verteilt sich's mit der Zeit auf den Chunks in der Umgebung. Scheiße. Aber ja, Okay. dadurch geht's weg. Auch Halt durch Warten. langsam, ja. Dann den habe ich noch nicht. Den habe ich schon. Oh, doch, brauche ich nicht. Den habe ich noch nicht. Der fehlt noch, der fehlt auch. Haben wir jetzt alles? Ne, Victus fehlt auch noch. Sag mal, hattest du nicht die Victus-Kristalle? Ja. Kannst du mir mal schnell geben? Oder alle? Danke. Metallum fehlt noch. Metallum habe ich aber safe. Da ist Metallum. Und was kann dafür weg? Das kann, glaube ich, weg. Quattro brauche ich, glaube ich, nicht. Lux fehlt noch. So, da haben wir Lux und damit haben wir das completed. Und da brauche ich mehr Alchemie Wissen. Potentia und Permutio brauche ich. So. Und bumm. Dann nehmen wir das. Dann hier brauche ich auch. Lux und Hebra. Das ist nicht Lux, das ist Lux. Und Hebra. So, ich mach kurz einen Ball. Experiment. Honda. Complete Theory. Und damit sollte ich das hier haben. Und jetzt noch die Essentia Smart Free. Die übrigens einen EMC-Wert von 10 hat.
Und das, obwohl man einen Kurs immer für die braucht. Ein Karton, ein zweites Mundo. Und der Raum. Dann. Und zwar Brass Plates, zwei Stück. Cobblestone und ein Furnace. Cobblestone. Furnace. So und so. Und das packe ich mal. Eigentlich brauche ich das nicht mehr in die Pocket Dimension zu tun, weil hier ist eh schon alles am Arsch. Ja, eigentlich wollte ich die Pocket Dimension dafür haben, dass ich die da reinstellen kann, weil die produziert sehr viel haben will. So, jetzt. Oh, Samu. Ja. Ich habe doch noch Lampen gefunden. Geil. Damit kann ich jetzt das da rausnehmen, genau. Und da ist jetzt Terra drin, perfekt. So, dann kann ich den Ember da rein tun. Kurz warten und dann einmal hier und einmal hier. Perfekt, und das hat neben C von 6, das heißt, die darf ich nicht platzieren. Okay, was können wir noch verwenden? Das Mundo kann man hier reinhauen. Plop, plop. Ups, das war nicht gewollt. Ah, ich hab Flux Plague. Und Plague auf Stufe 3. Nice. Du weißt, dass du dafür die andere Art von Sternblöcken brauchst, oder? Sicher? Ja. Die etwas teureren. Ah, der Rest ist schon relativ dick. Der unten auch. Das wird noch ein bisschen dauern, bis man die wegmachen kann. Gut.
Der Schatten von dem Riss ist einfach riesig bei mir in meinem Shader. Tja. So, was brauche ich eigentlich? Ich glaube, das ist ein Preis. Oh, kannst du mir kurz einen Schleimball noch einen Schleimblock geben? Hast du die richtigen Slime-Blöcke? Danke. Okay. So, reicht das? Nee, reicht natürlich nicht. Das hat relativ viel gebracht. Hoffentlich reicht's jetzt. Ja, jetzt reicht's. So, wir brauchen eher. Das klein oder so jetzt. Stone brauche ich einmal. Und dann brauche ich eine Feather. Sag mal, wenn du willst, kannst du was anderes machen, aber das war wirklich gerade nicht hilfreich. Ja, ist gut, ich chill hier ein bisschen, das nicht angeln. Ja. So, wir müssen ein Nitro machen. Wie macht man Nitro nochmal? Oh mein Gott, das ist eines der ersten Dinge, die man nochmal macht. So macht man Nitro. Eine Charcoal und dann 10 Ignis, 5 Peridot und 5 Potential. Ignis. Nice.
uns ja Palido 5 und dann Charcoal. So. Oh ja, jetzt habe ich Tankpreisen. Ey, da steht neben dir so ein fettes Tankmonster und du beachtest es nicht mal. Hä, wo? Ach so, ich bin ja geschützt gegen den. Was das macht. Ich glaube, das wäre was anderes. Ja, es geht runter, Juri. Du hast es geregelt. Was geht runter? Es ist nur noch 13 Erdpinkness hier. Der Rüssel ist weg. Du bist so schnell manchmal. Schlecht, Juri. Das ist übrigens nicht wirklich runtergegangen, es hat sich bloß über die Umgebung verteilt. Okay. So, jetzt. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich mir auch gleich den hier daraus holen. Work. Bench Charger, weil damit kann ich die Workbench verbessern. So. Jetzt, was wollte ich damit machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, genau, das wollte ich damit machen. Dafür brauchen wir noch Arcana Stone. Oder auch Stimmung bleibt im Stream erhalten. Hast du mal vor, das live zu streamen hier? Vermutlich nicht mehr, weil der Server vermutlich nicht mehr lange existieren wird in dem Zustand, in dem er jetzt ist. Wieso? Wieso? Naja, momentan passiert nicht viel, außer dass sich das Taint verteilt. Ach du Scheiße, kriegst du Ich sie habe unter zwar jetzt Kontrolle? so ein fettes Taint-Monster getötet, aber. Moment, ist das außer Kontrolle? Vermehrt sich das? Was? Das Tank? Taint? Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich schaue, dass ich immer, sobald ich irgendwas sehe, was tainted, das sofort abbaue oder töte. Dass ich es nicht vermehren kann. Aber gegen die Risse kann ich halt nicht wirklich was machen.
Wie geil auch Items bei uns. Das ist das. Ich verzeihe mich, beende die Aufnahme an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und ciao. Tschüss.